Nächste Frage hat der Reitschuster. Sind die bösen Querdenker das größte Problem in der Flutkatastrophe? Sind wir in der vierten Welle? Gab es den Streit zwischen Chefs der Staatskanzleien der Länder und Kanzleramt Schiff Braun in einer Geheimschalte im Kanzleramt? Wird mit zweierlei Maß gemessen in der Versammlungsrechtgebung bzw. Genehmigungspraxis? Ja, und was ist mit Gibraltar, wo fast 100% geimpft sind und die Inzidenz bei 600 liegt? Fragen über Fragen in der heutigen Bundespressekonferenz, wo es teilweise recht heftig losging. Fangen wir einmal an bei der Anfangsbemerkung von Ulrike Demmer, wo ich ziemlich baff war, weil sie jetzt nochmal auf die Flut zu kommen, sprechen kam und in meinen Augen hier ein massives Framing betrieb und versuchte hier wieder, so sehe ich das, die Flut politisch instrumentalisieren, ist ein böses Wort. Ich mag ja nicht so sehr diese bösen Wörter, sagen wir mal so, da politisch einen Stempel aufzudrücken. Schauen Sie sich das Statement von Frau Demmer an.
Ja, da habe ich dann doch nachgehakt und es gab einen heftigen Wortwechsel. Interessant, dazwischen waren wieder Kollegen drinnen und da sieht man ganz klar die Kollegen und ich aus einer völlig unterschiedlichen Warte betrachten wir das. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Versuche gab von Desinformation. Es gab offenbar auch tatsächlich einen Fall, wo Helfer angegriffen wurden. Das ist mit nichts zu rechtfertigen, aber es gab auch Fälle von Plünderung. Es gibt sehr, sehr viel in solchen Katastrophen und es ist immer eine Frage des Framings, worauf zieht man den Akzent, worauf setzt man den Akzent. Und die Bundesregierung ist hier in meinen Augen, wie bei ganz, ganz vielen Dingen, sehr, sehr aktiv, den Akzent immer dahin zu setzen, wo die Regierungskritiker sind. Und ich habe ja das auch nochmal versucht anzusprechen, aber die Antwort war ausweichend. Es ging dann weiter über das neue Papier des Robert-Koch-Institutes von Herrn Wieler, der uns ja in der vierten Welle sieht. Und da gab es dann einige heftige Wortwechsel. Sehen Sie sich auch die an.
Ja, bei manchen Kollegen habe ich den Eindruck, die muss vorsichtig sein, muss vorsichtig sein. Wie soll ich das jetzt ausdrücken bezüglich der vierten Welle? Naja, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Sie versuchen, die Regierung dazu zu bringen, dass sie sagt, wir sind in der vierten Welle. Das Gleiche war dann beim Thema Reiserückkehrer. Viele Fragen, aus denen ich erschloss, dass die Kollegen sich wünschen, dass das alles strenger ist. Ich habe heute auf der ganzen Bundespressekonferenz, ich kann mich irren, ich habe kein Elefantengedächtnis, aber ich habe keine einzige Frage erlebt, die in meinen Augen aus der Perspektive kam, geht die Regierung zu weit, ist sie zu heftig, außer meinen Fragen, die ganzen anderen Fragen, so mein Eindruck zu Corona. Wie gesagt, ich kann mich irren. Sie können es ganz anschauen, gesamte Aufzeichnung von mir können Sie unter einem Link sehen, der unten hier in der Beschreibung zu finden ist. In meinen Augen alles aus der Warte, könnte man nicht noch kritischer sein. Ich habe dann auch noch nach Gibraltar gefragt, voilà. Nicht sehr ergiebig die Antwort, aber sind wir ja gewöhnt. Die Weltwoche hat bei mir einen Artikel bestellt, habe ich auch geschrieben darüber, wie die Bundesregierung sich um Antworten drückt auf der Bundespressekonferenz und generell. Was gab es sonst noch Spannendes? Es ging dann noch um Afghanistan und da ist seit Wochen oder Monaten, wenn ich mich erinnere, ist immer ein bisschen das Narrativ, ja, kann man abschieben in dieses Land und da ist es doch so schlimm. Natürlich ist es da so schlimm, aber da stelle ich mir immer eine Frage und diese Frage schauen Sie sich die jetzt an.
Ja, mir geht das immer noch nicht in den Kopf, warum man Straftäter nicht dahin schicken kann, wo Frauen, Kinder und Alte leben. Dann soll man im Zweifelsfall einen Straftäter hinschicken und dafür drei Frauen oder Kinder hierher holen. Aber das ist immer noch besser, als wenn man sagt, für Straftäter ist das nicht zumutbar und für die Menschen dort ist es zumutbar. Mir geht das nicht in den Verstand. Vielleicht ist irgendetwas falsch verkabelt oder er ist einfach zu böse, zu kritisch. Dann habe ich noch gefragt, das, was ich am Montag nicht fragen konnte, zum Thema Versammlungsrecht. Aber ich würde schon gerne sehr deutlich klarstellen, dass für die Durchsetzung der geltenden Verordnungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, im Hinblick auf die Versammlungen oder Demonstrationen natürlich nicht mit zweierlei Maß gemessen. Ja, die Bundesregierung sieht keine Doppelmoral, ist gegen eine Doppelmoral. Da hat es mir dann die Sprache verschlagen. Da konnte ich auch nichts mehr nachfragen. Das war's heute auf der Bundespressekonferenz. Ich hoffe, der Ton ist heute besser. Ich habe extra noch eine zweite Kamera mitgenommen, mich ans System angeschaltet. Das weiß ich nicht, ob das heute geklappt hat, aber ich habe jetzt auch erfahren, man kann auch die Aufnahmen von einem der Sender, der hier aufnimmt, käuflich erwerben. Und dank Ihrer Unterstützung werde ich das dann in Erwägung ziehen, dass Sie eine gute Qualität haben. Weil es ist auch nicht so einfach. Sie werden das sehen in der Gesamtaufzeichnung, wenn man dann noch versucht reinzuzoomen und sowohl Fragen als auch Fragen vorbereiten, als auch reagieren, als auch Kameramann. Wahrscheinlich bin ich das nicht fit genug, sondern nicht klug genug. Hoffentlich ist es halbwegs gelungen. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Sollte ich noch was Interessantes haben, was sehr Interessantes, was ich vergessen habe, dann schneide ich es jetzt hier rein.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Danke. Ciao. Fast vergessen, schauen Sie auf die Seite. Gibraltar ist unglaublich mit dieser 600er Inzidenz und fast 100% geimpft. Ganz, ganz interessant, was da dahinter steckt. Auf meiner Seite können Sie das nachlesen. Auch die Geschichte von diesem Streit. Wieler Länderregierungen, weil die ist ansonsten ist in der Bild auch, da ist sie aber unter einer Bezahlschranke und bei mir können Sie viele Informationen dazu auch ohne Bezahlschranke finden. Das war's, alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage der Reitschuster. Oh, schöne Versprecher haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich habe übrigens extra noch gewartet hier mit dem Aufnehmen, weil im Hintergrund da Kollegen, denen man nachsagt, sie seien jung und naiv, noch lange mit der Sprecherin der Bundeskanzlerin gesprochen haben, gibt es offenbar Gesprächsbedarf und wir wollen ja nicht indiskret sein, das wollen wir nicht zeigen. Und heute habe ich keinen Witz, aber eine witzige Geschichte zum Thema politische Korrektheit. Sie haben das ja wahrscheinlich mitbekommen. Das N-Wort Neger darf man ja gar nicht mehr sagen, auch wenn man so dokumentiert. Und da war die Annalena Baerbock massiv unter Beschuss, obwohl sie es in meinen Augen völlig harmlos verwendet hat. Aber das zeigt, die Revolution frisst ihre Kinder. Und zum Thema politische Korrektheit jetzt eine kleine Geschichte über ein Treffen von mir mit jemandem, den die Älteren noch kennen werden, mit dem Fuchs von Tiflis, einem der Väter der deutschen Einheit, den ich ganz gut kannte, Eduard Schewardnadze, zu Sowjetzeiten Chef der Kommunistischen Partei in der Sowjetrepublik Georgien, dann Außenminister unter Michail Gorbatschow, dann später Präsident von Georgien und ich war öfter bei ihm. Und bei einem dieser Treffen habe ich ihn gefragt, da sagte ich, Eduard Ambrosiewicz, das ist der Vatersname, so spricht man ihn an, oder Batono Shevardnadze, Herr Shevardnadze auf Georgisch. Ich muss Ihnen diese Frage stellen, aber Ihre Kritiker sagen, Ihre Kinder seien so reich, die sprechen da von Korruption. Darauf Shevardnadze, wer war, sagt er, was, hatte eine sehr tiefe Stimme, was ruhig verraucht. Sagt er, was soll ich tun, sagt er, meine Kinder. Die sind erfolgreich im Geschäftsleben, sagt der Boris, so wird es auf Russisch ausgesprochen, wenn ich das unterbinde, dann bist du der Erste, duzte, oder ich manchmal duzt er, manchmal sitzt er, aber wir waren nicht per Du natürlich, es war ein einseitiges Duzen, dann bist du der Erste, der schreiben wird, Shevardnadze unterdrückt die Wirtschaftsfreiheit, kann ich mich da einmischen? Kann ich nicht. Okay, für wen bin ich verantwortlich? Für meine Kinder? Nein, bin ich nicht verantwortlich. Sind erwachsene Leute. Für meine Frau bin ich verantwortlich. Aber Boris, ich sag's dir ganz ehrlich, ich sage es dir so, wie ist, wie es ist, und er macht ein sehr trauriges Gesicht. Meine Frau macht keine Sünden mehr. Sie hat nicht mal mehr sündige Gedanken. Und dann blitzten seine Augen auf einmal. Er langte der Dolmetscherin, die anwesend war, an die Hand, die war anwesend, die brauchten wir aber nicht, weil er bereit war, auf Russisch zu sprechen, das ist wieder ein anderes Thema, normal muss er als Staatschef Georgisch sprechen, aber dann hätten wir die Übersetzung gehabt, ich konnte ihn überreden, auf Russisch mit mir zu sprechen, obwohl es nicht statusgemäß ist für den Staatschef von Georgien, und dann nimmt er die Dolmetscherin an der Hand und sagt, im Gegensatz zu dir, Tamaritschka, du bist noch jung, du hast noch viele sündige Gedanken. Stellen Sie sich einmal vor, das wäre in Amerika passiert oder in Deutschland, das wäre ja, ein Impeachment wäre ja gar nichts und man kann das natürlich verurteilen. Ich habe es in diesem Moment nicht verurteilt. Ich fand es ganz offen witzig. Und ich lasse mir auch den Humor nicht völlig verbieten hier von den Humorwächtern, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ganz, ganz viele der russischen Witze, die ich aus meiner Zeit in Russland kenne, die könnte man hier einfach nicht erzählen. Teilweise sind sie chauvinistisch, teilweise berechtigt, aber auch andere, die harmlos sind. Vielleicht können wir ja ein bisschen einmal eine Grenzerfahrung machen und das austesten. Schreiben Sie es rein in den Kommentaren. Wenn da Interesse besteht, können wir mal eine Sendung machen über den russischen Humor. Das war es jetzt aber für heute. Heute nur Humor hier aus Berlin-Mitte. Alles Gute. Schauen Sie wieder rein. Unterstützen Sie. Machen Sie ein Like. Machen Sie einen Kommentar. Das bringt alles die Algorithmen auf Trab, weil YouTube versucht, mich runterzubremsen bei den Live-Videos.
Premieren sind es inzwischen ganz wenige Zuschauer, viel, viel weniger, ein Bruchteil von früher, aber sie schaffen es nicht, selbst das Aiwanger-Interview, das Video mit Aiwanger ist nach einem oder anderthalb Tagen schon bei 100.000 und auch die Baerbock. Also, Sie sehen, die Schwarmintelligenz, die ist stärker als die Klammer auf Schattenklammer zu Zensoren von YouTube. Alles Gute, danke, ciao.